Ja? Ein Typen Deutsch. Ja. Wie ich den Islam angenommen habe, da fragen mich manche, ey, betest du? Hier bete ich ja, würde ich mich gar nicht Muslim nennen, na klar. Fastest du auch? Ja, was hast du denn gedacht? Da musst du dir mal vorstellen, Achi, das ist eine normale Sache. Aber das ist bei uns, und da guckst du, deswegen sind wir so weit weg. Deswegen die Schuld, verstehst du, die liegt nicht bei Hinz und Kunz, ja, am König von China oder was, weil der den Islam ist, sie liegt bei dir selber. Warum betet man nicht? Das ist bei uns wie eine normale Angelegenheit geworden. Früher die Sahaba, wenn ich gebetet habe, war für die Munafik gewesen. Wenn ich zum Jamaa, Entschuldigung, wenn ich gebetet habe, gab es gar nicht. Wenn ich zum Jamaa gekommen ist, wenn ich in die Moschee gekommen ist, wenn Allahu Akbar gerufen würde, die haben die zu den Munafikun gezählt. Überleg mal heute, Subhanallah, der sagt ganz trocken, ja, ich bete gar nicht. Hab schon seit 2 Jahren nicht mehr gebetet. Ja, was ist übrig geblieben? Was ist übrig geblieben, Achi? Guck mal, überleg mal, so schlimm ist die Sünde. Wie willst du der Hölle entkommen? Sagst ja, okay, ich bringe 5-mal Menschen um. Hast du dann Hoffnung, noch ins Paradies zu kommen? Die Gelehrten sagen nicht, wer mordet. Es gibt meist verschiedene. Was ist schlimmer, mord oder nicht zu beten? Stell mal vor, du betest 5-mal am Tag nicht. Überleg mal. Eine Riesensünde. Das heißt, welche Wahl hast du jetzt noch? Das heißt, damit fängst du an, wenn du mit jemandem redest. Du sagst zu ihm, das ist eine Sünde, als wenn du als Prostituierte arbeitest. Totaler, schlimmer. Stell dir mal vor, deine Schwester arbeitet als Prostituierte, ist nicht so schlimm, als wenn sie nicht betet. Das musst du sagen. Boah, da gehen direkt die Alarmglocken an. So, dann sagst du, warum betest du nicht? Welche Wahl hast du jetzt noch? Hölle oder Paradies? Was er sagen wird, gibt es 3 Antworten. Antwort Nummer 1, ja, weißt du, ich bin noch nicht so weit. Ich mache viele schlechte Sachen. Ich rauche immer am Wochenende einen Joint und ich habe eine Freundin und so und deswegen. Und wenn man betet, entweder richtig oder gar nicht. Ich sage erstmal, diesen Spruch, richtig oder gar nicht, gibt es bei uns in der Religion sowieso nicht. Warum nicht? Weil was ist richtig? Was ist richtig? Richtig? Heißt das, ich mache keine Sünde mehr? Gibt's nicht. Der Prophet a.s. sagt, Kullu bani Adam khata'an wa khayru khata'ina tawwabun. Alle Söhne Adams machen Fehler und die Besten, die Fehler machen, sind die, die Tauba machen. Das heißt, du wirst sowieso Fehler machen. Hast du gedacht, du fängst jetzt an zu beten, aber das ist ein heiliger Schein oder wie? Nee. Das heißt, du musst alles versuchen zu praktizieren. Das ist Grund Nummer 1. Also das heißt, richtig oder gar nicht gibt es nicht. Was heißt gar nicht? Weißt du, was gar nicht heißt? Gar nicht heißt Hölle. Gar nicht heißt Hölle. Weil das hörst du oft entweder richtig oder gar nicht. Das heißt, wir sagen dir, wir haben dir eben gesagt, wie schwer die Sünde ist. Okay? Wir haben dir eben gesagt, wie schwer die Sünde ist. Jede Sünde ist erstmal eine einzelne Sünde. So. Was ist besser? Du kiffst? Und du bist auch noch Prostituierte im Bordell? Oder wenn du nur kiffst? Wenn du nur kiffst, ist es besser. Oder nie, sagen wir lieber nicht besser, sondern sagen wir nicht so schlecht. Ist nicht so schnell, als wenn du 2 Sünden hast. Was ist besser? Du kiffst, bist Prostituierte im Bordell und bist eine Mörderin. Was ist besser? Oder Mörder? Was ist besser? Ja, besser, du hast nur eine Sünde, oder? Umso mehr Sünden du hast, umso schlimmer. Umso mehr Sünden du hast, umso schlimmer. Richtig? Das heißt, wie kannst du jetzt sagen, ja, ich mache eine schlechte Tat, ich gehe am Wochenende in die Disco, ja, und deswegen bete ich nicht. Achi, was ist schlimmer, in die Disco zu gehen oder nicht zu beten? Nicht zu beten ist, weiß ich nicht, vielleicht 10, keine Ahnung, 10-mal schlimmer oder was weiß ich. Viel schlimmer. Das heißt, du kannst doch nicht sagen, ja, ich gehe in die Disco am Wochenende, dann kann ich jetzt nicht beten. Das ist das Wichtigste. Und außerdem, wie willst du von dem schlechten Weg wegkommen, wenn du nicht betest? Wie willst du wegkommen? Weil das Gebet bringt dich weg von dem schlechten Weg. Mach weiter, immer weiter. Nach einem halben Jahr hast du keinen Bock mehr. Warum? Weil Allah sagt im Koran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Das Problem ist, du liebst diese Sünde.
Und damit du diese Sünde nicht mehr liebst und die Sünde verabscheust, musst du beten, damit dein Iman stärker wird. Deswegen sagt Allah im Koran, لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Das heißt, Allah, aber Allah hat den Iman, hat er euch lieb gemacht und hat ihn euch verschönert in eurem Herzen und hat euch den Kuffer und den Frevel und die Übertretung verabscheuen lassen. Verabscheuenswert bei euch ansehen lassen. Er hat das so gemacht, dass ihr das verabscheut. Das heißt, du musst anfangen, ansonsten kommst du niemals auf den geraden Weg. Das war Ausrede Nummer 1. Ausrede Nummer 2 ist, ja, ich habe Angst, später wieder aufhören zu beten. Jetzt, wenn ich fange vielleicht an zu beten, dann höre ich nachher wieder auf zu beten. Ja, und es ist besser, man betet gar nicht, dass man anfängt und aufhört. Gegenfrage, wo steht das?